Herzlich willkommen auf dem Kanal der Firma Droof Kaminöfen. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Feuer- plus Abbrandsteuerung ins WLAN einbinden. Dazu brauchen Sie lediglich die Begleitkarte aus dem Servicebeutel und ein WLAN-fähiges Endgerät, wie zum Beispiel ein Smartphone, Tablet oder einen Computer. Auf der Begleitkarte sind drei unterschiedliche Wege erklärt, die Feuer- plus Abbrandsteuerung ins WLAN einzubinden. Wir wählen heute die manuelle Einbindung und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Als erstes öffnen wir die WLAN-Einstellungen, suchen dann unsere FirePlus Wi-Fi, geben den Netzwerkschlüssel von der Begleitkarte ein . In unserem Fall steht hier, jetzt möchten Sie zulassen, dass Ihr PC von anderen PCs und Geräten in diesem Netzwerk gefunden werden kann. Da klicken wir natürlich Ja. Wenn die FirePlus Wi-Fi mit Ihrem Endgerät verbunden ist, öffnen Sie einfach Ihren Internetbrowser und geben die IP-Adresse von der Begleitkarte ein. Dann befinden wir uns schon auf der Benutzeroberfläche und suchen nach dem jeweiligen WLAN. Wir suchen jetzt nach unserem Heimnetzwerk. In unserem Fall heißt dieses FirePlus. An dieser Stelle müssen Sie Ihr persönliches WLAN-Passwort eingeben. Die jeweilige Verbindungsgeschwindigkeit ist abhängig vom Endgerät. Anhand der gelb hinterlegten Fläche sehen Sie, dass die FirePlus-Abbrandsteuerung korrekt verbunden ist und unter welcher Adresse sie zukünftig in Ihrem Heimnetzwerk erreichbar ist. Momentan ist der Computer ja noch nicht mit dem Heimnetzwerk verbunden. Hierzu müssen wir ihn erst trennen und mit dem jeweiligen Heimnetzwerk verbinden. Nachdem sich die FirePlus jetzt im Heimnetzwerk befindet, muss auch das Endgerät in dieses Netzwerk wechseln. Nun stehen Ihnen alle Funktionen der FirePlus-Abbrandsteuerung zur Verfügung. Ich empfehle Ihnen noch, eine Verknüpfung zum Desktop zu erstellen.